Wow, I'm impressed, Bon. I got a good feeling. Your honor reminds me of Zett 2 years since. Hey Freunde der fantastischen Rollenspiele, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Final Fantasy 12. In der letzten Folge sind wir hier angekommen bei den Garif, haben da einiges über die Nephesite erfahren, und zwar so viel, dass sie uns nichts sagen konnten, und haben Larsa getroffen. Er ist nun Teil unserer Truppe wieder und wir gehen mit ihm nach Bur Omisak. Das heißt, wir müssen... Warte mal, nicht da. Hier. Über den Golmor-Dschungel nach Bur Omisak gehen. Klingt doch schon mal nach Spaß. Ah, nein, da ist ein Gegner. Wir haben neue Waffen. Neue Ausrüstung. Ja. Ash hat jetzt auch eine Fernkampfwaffe, deswegen haben wir hier ein Fernkampfteam. Und finde ich ziemlich nice. Ich würde jetzt sagen, 25 ist dann so das der Knackpunkt. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir auf dem kürzesten Weg nach Dorf, zum Dorf Eld, nicht Dorf Eld, zu den Dschungel kommen. Und natürlich nehmen wir noch so viele Gegner mit, wie es geht. Auch wenn ich Chocobus nicht wirklich was antun möchte. Okay, seitdem wir die ein bisschen verstärkt haben, alle, geht's wieder ziemlich schnell, dass die Gegner down gehen. Köcher Doppelpfeile, okay. Müssen wir dann mal bei Fran schauen. 24 ist Larsa, also wie gesagt, 25 ist, glaube ich, so wieder der Punkt, wo wir tauschen gehen. Nur 300. Benello kann jetzt nämlich auch... Ja. Zum Beispiel Feuerer. Also gegen Distanzgegner dürften eigentlich jetzt besser gewappnet sein. Also fliegende Gegner, besser gesagt. Mehr so leiden wie zuvor. Aber ich glaube, es dürfte erstmal keiner mehr kommen, weil wir jetzt gut ausgerüstet sind. Ja, fertig, Leder. Wirklich. Die erste Runde hier durch war ein bisschen anstrengender.
Aber so langsam, aber sicher ist es easy peasy. Das ist halt umso. Wir müssen zwar immer mal ein bisschen zurücklaufen, die Wege. Wir hätten es uns auch sparen können mit dem Erkunden. Aber ich mache halt gerne zuvor so Erkundungsrunden. Damit wir wissen, wo wir lang müssen und alles, allen drum und dran. Weil es uns einfach sehr viel mehr bringt. Es bringt uns sehr viel Erfahrungspunkte und ja. Und über Erfahrungspunkte kann man ja nie meckern. Ja. Das ist ein roter Chocobo. Der ist schon down. Ich hoffe, das war jetzt kein Mob oder so. Oh, die tun mir schon ein bisschen leid. I guess this one was a success. Wow, I'm impressed, Vaughn. I got a good feeling. An alliance between Delmasca and the Empire. Reason tells me 'tis the only course. We must avoid a wasting war with the Empire at all cost. Yet I fear I could not bear the shame. Had I but the strength. A shame perhaps for me and for you. But for Delmasca it is hope. And you can just accept this, can you? After Vayne's ruse, I had abandoned hope for honor. Yet never did I forget my knightly vows. If I could protect but one person from war's horror, then I would bear any shame. I would bear it proudly. I could not defend my home. What is shame to me? My people hate the Empire. They will not accept this. There is hope. Right? Don't encourage hope for a future where we can join hands as brothers. Larsa, please. This is serious. I'm sorry. Don't be, Larsa. Somebody's got to put him in his place. Schön gesagt, Borsch. The Senate may play at intrigue, but Lord Vayne is not one to be brought down easily. The entire military waits upon his orders, from the War Council down to the rank and file. What better blade than he to strike down the enemies of the Empire? Your honor reminds me of Zett 2 years since. He, too, put his trust in Lord Vayne's strength, and what became of him? Gone without a trace since Nabudis. I will not hear you malign Judge Zett. He was a noble warrior. Or do you think his trust in Lord Vayne ill-placed? Vayne took two of his own brothers' lives. He is ruthless beyond contempt. Ruthless, you say? Would he were more so. He gives traitors no quarter, be they of his own blood. How fitting for one who would bear the burden of empire. But could we bear him?
Zagabath, what of you? Surely you do not believe his brothers were traitors? So found His Excellency Lord Grammys. You would do well to mind your tongue, Drace. That matter is long past. Your Honours, a summons. Lord Vane has arrived at the palace. We come at once. Lord Larsa has left for Boromyces. He hopes to enlist the aid of the Grand Kiltius in stopping the insurgents. I doubt this will be enough to deter Ondor, but even a slight hindrance to his operations would be welcome. This will delay the Rosarian invasion, and we will have bought much-needed time to shore up our defenses. Just as His Excellency had hoped. No matter the result, I'm pleased with the young lord's progress. I can already see the stunned faces of those mud-witted senators. The fools think a child emperor's strings easy to pull from the shadows. But they will find that Lord Larsa is no puppet. Yes, the senators would be most pleased with a puppet for an emperor. Recall, Drace, how the Senate fears and despises Lord Vane's ability? When they realize the truth, that Lord Larsa is no docile lamb to be shepherded, they will bare their teeth and devour him. You're right. I shall speak on this matter with His Excellency at once. Gabranth, it falls to us to protect Lord Larsa. Are we agreed? Aye. Wow, ganz schön spannend. Die liegen da, da liegt noch da ein Schild. Ich nutze gleich noch mal die Gelegenheit. Die letzten beiden, also diese und die letzte Folge war auf jeden Fall vollgepackt wieder mit ein bisschen Story, das finde ich schön. So muss das sein. Wir können uns dann hier um die Panther kümmern. Haha. Fell. Die sehen irgendwie komisch aus mit ihren komischen Riesenköpfen. Na komm. Also, was ich wirklich sagen muss, wenn wir hier auch wieder einen Eingang dieser Tankrotten finden, dann ist das Gebiet riesig. Wenn es so viele Gebiete miteinander verbindet. Nein. Die hasse ich echt. Steinerungsblick ist nicht geil. Ah, Morbol. Auch etwas, was dauert. Oder was es in jedem Kingdom, Final Fantasy gibt. Morbols. Na komm. Ah, ich habe eine Map sogar. Erst einmal den Morbul töten.
Ein Midgar-Olm. Gleich mal fertig kann, warum? Habe ich wieder nicht. warum? Alter. Der Midgard-Olm hat mich gerade ein bisschen aufgeregt. Eine Urne. Gehen wir bestimmt eine Karte? Genau. Das heißt... Ich würde... Halt schon ganz gerne dem nächsten Speicher Spheroiden. Wir gehen erstmal unten lang, bevor wir oben lang gehen. Ihr wisst ja, Gebiete clearen. Wir gehen nicht unten lang. Das habe ich mir jetzt anders überlegt, weil gegen die Höllenhunde mit Level 38, das schaffen wir noch nicht. Aber so sagt uns das Spiel, nein, ihr dürft da noch nicht lang. Zum Glück hat der Versteinerungsblick erstmal nur Pennello getroffen. Was haben wir da? Gargoyle. Läuft doch. Sind ziemlich viele Gargoyles hier unterwegs. Eis, ich habe keine Eismagie. Ja, wieder Gemach. Gemach, gemach. Könnten wir aber gleich mal eine Fertigkeit Vox. Fehlt gerade. Ach nein. Was kriege ich die wach? Ich glaube Prinzenkuss. Ja.
Warum Prinzenkuss? Weiß man ja wegen Don Röschen. Aber in anderen Teilen heißt das Ding eigentlich Wecker. Ganz einfach. Was ist das? Ein Trend, der ist freundlich. So. Schaue ich mich hier ein bisschen um, wieder bis Höllenhunde, also bis wieder zu starke Gegner kommen. Jetzt hat schon mal das Level erreicht, das die anderen haben sollen. Okay. Hab ich. Magie. Stein oder Lehm? Nein, da gehen wir auch nicht runter. Ich würde mich aber jetzt verabschieden für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr jetzt auch noch kostenlos abonnieren, diesen Kanal. Und ich würde mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen.